Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Opfer des Terroranschlags kämpfen noch mit Folgen. U2 und U3 werden ab Januar ohne Ersatzverkehr gesperrt und das Wetter zeigt sich zunehmend von der grauen Seite. Viele Wolken und auch Regen erwarten uns. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Montag, den 17. Dezember 2018. 2 Jahre nach dem islamistischen Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz kämpfen Opfer und Hinterbliebene weiter mit den Folgen. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller erklärte am Montag, noch immer sei die Wunde nicht verheilt, die dieser feige Anschlag gerissen habe. Auch nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Straßburg seien sich beide Städte einig, an ihrer toleranten und weltoffenen Lebensweise festzuhalten. Am 19. Dezember 2016 war der Attentäter Anis Amri mit einem entführten Lastwagen in den Weihnachtsmarkt gefahren. Insgesamt wurden 12 Menschen getötet und mehr als 70 verletzt. Viele von ihnen schwer. Am Mittwoch wird der regierende Bürgermeister einen Kranz am Mahnmal für die Opfer des Anschlags an der Gedächtniskirche niederlegen. Bei der Berliner Staatsanwaltschaft hat am Montag eine neue Abteilung für Vermögensabschöpfung mit der Arbeit begonnen. Die Spezialabteilung solle dazu beitragen, die organisierte Kriminalität wirksamer zu bekämpfen, teilten Justizverwaltung und Generalstaatsanwaltschaft mit. Die Gesetzesreform zur Vermögensabschöpfung war am 1. Juli 2017 in Kraft getreten. Sie soll dem Staat mehr Möglichkeiten geben, durch Verbrechen zusammengetragenes Vermögen zu beschlagnahmen. Es kann nun bereits eingezogen werden, wenn die Herkunft des Geldes unklar ist. So auch dann, wenn die Straftat, aus der das Vermögen stammt, nicht nachgewiesen werden kann. Früher musste der Staat beweisen, dass Geld aus Verbrechen stammt. Das Berliner Gesamtkonzept zur Integration und Partizipation Geflüchteter ist am Montag im Roten Rathaus der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Das Konzept war über Monate gemeinsam mit den Bezirken der Zivilgesellschaft und mit Geflüchteten erarbeitet und am 12. Dezember vom Senat beschlossen worden. Es sieht unter anderem mehr Beratungs-, Bildungs- und Hilfsangebote, eine bessere medizinische Versorgung oder auch Hilfe bei der Wohnungssuche vor. Im Fokus steht außerdem die Vermittlung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen. In seiner Rede betonte der regierende Bürgermeister Michael Müller, dass das Themenfeld Zuwanderung, Flucht und Integration auch in den nächsten Jahren nicht an Bedeutung verlieren werde und er Berlin in einer besonderen Verantwortung sieht. Wenn man sich die Geschichte unserer Stadt anguckt, wie über Jahrzehnte uns geholfen wurde, wie wir internationale Solidarität erfahren haben, damit diese Stadt überhaupt überleben kann, dann glaube ich, ist es an der Zeit, auch ein Stück dieser Solidarität, jetzt wo es uns gut geht, zurückzugeben. Schlechte Nachrichten für U-Bahn-Nutzer. Ab dem 4. Januar beginnen Bauarbeiten am U-Bahnhof Wittenbergplatz, bestätigte die BVG am Montag einen Bericht des Tagesspiegel. Dort müssten dringend Weichen erneuert werden. Die Linien U2 und U3 werden dafür unterbrochen. Zwischen Friedrichshain-Kreuzberg und City West fährt dann nur noch die U1. Für alle anderen heißt es umsteigen. Ein Schienenersatzverkehr wird nicht angeboten. Die erste Bauphase dauert bis 24. Februar. Weitere sollen folgen. Die Einzelheiten will die BVG am Dienstag bei einer Baupressekonferenz bekannt geben. Und wir kommen zum Sport. Auch am Tag nach der Niederlage beim VfB Stuttgart suchte Paul Dardai noch die Gründe für den eklatanten Leistungseinbruch. Mit dem unnötigen 1:2 beim Abstiegskandidaten verspielte Hertha BSC die große Chance, sich zum Start der englischen Woche im oberen Tabellendrittel zu etablieren. Was machen wir falsch, dass wir auswärts so oft Spiele haben, in denen 7-8 Spieler keine Normalform haben? Das verstehe ich nicht, konstatierte der Coach der Berliner am Sonntag und fällte ein für die Spieler bedenkliches Urteil über deren Verfassung vor dem Spiel. Man hat das Gefühl, dass sie sehr zufrieden sind im Moment. Für die verbliebenen Duelle vor Weihnachten mit dem FC Augsburg am Dienstagabend und bei Bayer Leverkusen am 22. Dezember fordert Dardai deshalb ein anderes Auftreten seines Teams. Dabei stellt sich der Ungar auch selbst eine Aufgabe. Du musst nicht immer Fußball spielen, du musst gewinnen. Das muss sich in die Köpfe reinjagen. Nach einer
ordentlichen Halbzeit unter Führung durch Maximilian Mittelstädt verschliefen die Berliner die zweite Halbzeit. Vor allem bei Flanken präsentierte sich das letzte Defensivaufgebot der Berliner zu passiv und erlaubte Mario Gomez nach dessen Torflaute nach 682 Minuten in den Augen des Trainers zwei naive Tore. Die Eisbären Berlin haben ihre kleine Niederlagenserie in der deutschen Eishockeyliga beendet. Am Sonntag siegten sie bei den Kölner Haien mit 5:2. Nachdem die Berliner zuvor drei Spiele verloren hatten, zeigten sie gegen den Tabellenfünften eine überzeugende Leistung und profitierten von ihrem starken Überzahlspiel. Louis-Marc Aubry erzielte im Powerplay zwei Treffer, Frank Hörtler einen. Außerdem waren Jamie McQueen und Jonas Müller für die Eisbären erfolgreich. Bereits am Dienstagabend treffen die Eisbären auf heimischem Eis auf die Nürnberg Ice Tigers. Weiteren Grund zum Jubeln hatten auch die Berliner Silberbären Jonas Müller, Frank Hörtler und Marcel Nöbels, die sich über die Auszeichnung zur deutschen Mannschaft des Jahres freuen dürfen. Das Eishockeyteam, das bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang sensationell zu Silber gestürmt war, setzte sich bei der Wahl der rund 3000 Mitglieder des Verbandes Deutscher Sportjournalisten gegen die Eiskunstlauf-Olympiasieger Aljona Savchenko und Bruno Massot sowie den Ruderachter durch. Natürlich ist man ganz stolz, aber glauben kann man es irgendwie noch nicht ganz, wo wir hergekommen sind. Wie ich gesagt habe, auf der Bühne durch die Olympia-Quali und dann so ein Turnier zu spielen und jetzt zur Mannschaft des Jahres in Gesamtdeutschland gewählt zu werden, macht uns unglaublich stolz. Die nach einem Unfall querschnittsgelähmte Bahnradsport-Olympiasiegerin Christina Vogel wurde mit dem Sparkassenpreis für Vorbilder im Sport ausgezeichnet und belegte bei der Wahl zur Sportlerin des Jahres den zweiten Rang hinter Tenniskönigin Angelique Kerber. Man sieht, wie Sport eigentlich eine Familie ist, wie Sport eine Familie ist. Und ist für mich dann jetzt doch ein wunderschönes persönliches Ende von Jahr 2018. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht ist es überwiegend bedeckt, es bleibt aber niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen um den Gefrierpunkt. Der Dienstag beginnt vielerorts noch recht verhangen. Im Verlauf lockert die Wolkendecke über der Hauptstadt aber auf. Die Tageshöchstwerte liegen bei 3 Grad. Und der Ausblick: in den kommenden Tagen geht es dann wieder zugezogen weiter. Die meiste Zeit ist es durchgehend bedeckt. Am Donnerstag ist es dazu auch verregnet und auch am Freitag sollte man das Haus nicht ohne Regenschirm verlassen. Der Temperaturtrend zeigt leicht nach oben. Am Mittwoch liegen die Höchstwerte bei 1 Grad, am Donnerstag bereits bei 3 Grad und am Freitag schafft das Quecksilber sogar bis zu 5 Grad. Das waren die Nachrichten für heute. Ihnen noch alles Gute und bis morgen.